Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Formel 1 2019 historischen Einladungsevents. Wir haben hier noch vier Stück übrig, die wir machen werden. Und damit fangen wir an. Österreich, jawohl. Oh, die Strecke ist so schön. Genauso wie Russland. Wird zu meinen Favoriten. Ich hab ihn nicht auf die Strecke gekriegt. Vielleicht auch ihn werden. Ich weiß nicht, wie wir jetzt noch zeitlich mit dem brauchen, um ja nun zu rumzeiten zu werden. Das schaltet euch erst ab einer gewissen Drehzahl runter, ne? Thank you.
Alles gut. Sehr schön. Haben wir das geschafft? 1 von 4. Wenn man wieder ganz links anfängt, ey. So, Bahrain, Kanada, Mexiko. Geht's nach Bahrain. Wieder 10 überholen, ne? Nee. Ach, Checkpoint. Spiegel, ey. Leichter Drift. Gut. So. Jetzt habe ich das Mikro. War wieder. Wo wollte der denn jetzt hin hier, ey? So. Warte, komm, dann fahren wir die Kurve auch gleich nochmal ordentlich. Wir haben die 10 Kilometer damit geschafft. Ach, hier ist hinten eine Schotter.
Donut! Okay, so. Lenkrad wieder gerichtet. So, jetzt kommt noch. Ups, da. Kanada. Jawohl. Verfolgung, alles klar. Kanada. Was war denn nochmal auf Kanada für eine Strecke? Jetzt ist es also vorbei. Es herrscht die Ruhe vor Strecke. Dem Sturm. Oder habe ich gerade Italien im Kopf? Hm. Ach, die ist das. Habe ich auch mehrere Rebrines hatte. Wo es auch fast, glaube ich, ein reines Regenrennen war, oder? Die Strecke habe ich nicht mehr so gut im Kopf irgendwie. Lass uns jetzt auf die Gerade gehen. Dann kommt eine S-Kurve. Dann kommt Stadtziel. Rasen berührt. Das ist auch eine Strecke, wo sofort Wände kommen, ey. Ich komme. Oh. Krass, wie
unterschiedlich alle Fahrzeuge fahren lassen, tatsächlich. Das hätten wir auch. Und dann kommen wir jetzt noch zum allerletzten historischen Einladungsevent. Wo man auch einen etwas neueren fährt. In Mexiko. Oh ne. So, ein paar sind wir ja schon in der Karriere gefahren, deswegen fahren wir die nicht nochmal. Mit einem 98er McLaren. MP4-13. Überholen. Mexiko. Ja. Mal gucken, ob sie jetzt sogar vielleicht besser fahren kann als ich. Habe ich das nicht auf dem ersten beendet, nur weil ich da ganz am Ende noch überholt habe? Oder war das zweiter Platz? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott. Also die Bremsen an denen sind echt gut. Hat einen Versteher gehabt. Ja, eine Topspeed regelt. Jo. Yeah.
Wow! Was war denn das auf einmal? Es hat sich so angefühlt, als ob ich einen ganz kurzen Moment Grip-Verlust hatte und danach 100% Grip hatte und einfach Richtung Rand geschossen bin. Schade. Ich dachte, ich krieg da mit dem auch so schöne Donuts hin. Hat sich aber irgendwie nicht gemacht. Okay. Damit verabschiede ich mich aus den historischen Events. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall Legendensender gegen Frost reinhauen. Aber das war's erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.